Moin zu einer neuen Runde State of Survival mit eurem Lieblingsaffen. Das, was wir jetzt besprechen, ist Teil 2 des Upgrade Guides zur Taktikanalyse bzw. zum Formationssystem. Wichtig, wenn ihr jetzt gerade einsteigt, das ist der zweite Teil. Unbedingt nochmal den ersten Teil gucken, wenn ihr noch nicht wisst, wo wir starten, weil wir springen direkt rein in die Voraussetzungen, die schon erfüllt sein sollten. Daher, da gehe ich jetzt nicht nochmal drauf ein. Dementsprechend in der Card seht ihr den Link, als auch in der Beschreibung oder im gepinnten Kommentar, wie ihr euch Teil 1 nochmal angucken könnt. Allerdings nochmal ganz wichtig, all das, was wir hier besprechen, gilt für alle Heldengenerationen. Ich habe keinen Guide für Heldengeneration 13 gemacht, sonst wäre das ganz klar gemacht. Wie ihr hier auch in dem Beispiel seht, Hank und Co., das ist nicht Heldengeneration 13. Durch den Fokus auf die Combo-Skills aktiviert ihr das für alle anderen Heldengenerationen auch. In Teil 1 haben wir genau hier aufgehört, wo der Combo-Effekt erhöht wird. So, wie machen wir jetzt weiter? Das ist eigentlich recht einfach, denn als nächstes wollen wir natürlich die Infanteriefähigkeit der Helden, egal welcher Generation, entweder verstärken oder überhaupt erst wirksam machen. Daher gehen wir hierhin weiter, wo wir einfach nur Fahrerzustand erhöhen, inspirierende Stärke 3, und dann gehen wir weiter zu Kriegsfahrt des Infanterieführers. Hiermit ist das für alle nicht Limitless Hero Generationen, also alles, was vor Generation 13 ist, damit freizuschalten, und bei Generation 13 verstärkt sich einfach der Combo-Effekt massiv. Jetzt ist natürlich die Frage, wie machen wir jetzt weiter? Das ist recht einfach. Dadurch, dass wir sehr, sehr starken Fahrereffekt bei den Combo-Skills haben, gehen wir hier unten auf den Bereich rund um inspirierende Attacke, inspirierende Konstitution 2. Damit fangen wir an. Wir haben bereits die inspirierenden Ansturm auch auf 10. Die ganzen Sachen müssen wir eben auf 10 von 20 bringen, egal ob das jetzt Joiner oder Rally Lead ist. Inspirierende Stärke 2. All diese 4 müssen wir auf 10 von 20 Punkten bringen. Und ja, es ist teuer. Aber dann kommen wir zum Kriegsfahrt des Fahreranführers. Und das sorgt auch dafür, dass die Kombofähigkeit der Fahrerhelden nochmal gestärkt wird. Das gleiche machen wir auf der anderen Seite für den Jäger. Oder die Jägerhelden in dem Fall. Die inspirierende Schießen, Konstitution, inspirierende Ausrüstung 2 und inspirierende Attacke 1. Falls ihr den ersten Teil noch nicht gesehen habt, inspirierend kommt hier unfassbar häufig vor, so als kleines Gimmick am Rande. Danach, nach diesem Video und nach Teil 1 seid ihr sowas von inspiriert über alles. Ihr geht weiter und geht zum Kriegsfahrt des Jägeranführers, genau der gleiche Effekt, den es auch bei den Fahrern gibt, jetzt für Jäger. Damit haben wir die Grundvoraussetzungen geschaffen, um dahin zu kommen, wo eigentlich der Spaß erst richtig anfängt. Nicht bei dem, was ich als nächstes sage, sondern das, was zum Schluss kommt. Denn wir gehen hier weiter, die Jägertödlichkeit erhöhen, wir erhöhen die Fahrertödlichkeit auch wieder auf 10 von 20 und der Jägerzustand, den erhöhen wir hier auch noch durch inspirierende Ausrüstung 3, weil das müssen wir alles auf 10 von 20 haben, damit wir zur Inspirationsverbesserung Beharrlichkeit kommen. Und damit erhöhen wir den Rundeneffekt bzw. reduzieren die Runden, die für die Kombofähigkeit gebraucht wird. Und wenn du das hast, dann ist der Effekt von Combo-Skills unfassbar stark. Der ist vorher schon unendlich stark, aber das ist wirklich die Steigerung von Unendlichkeit. Fragt mal Mathematiker, ob es die gibt. Wird es nicht geben, aber ihr könnt euch eine Vorstellung machen, wie stark das ist und wie groß dieser Effekt sein wird. Und daher auch die ganz krasse Empfehlung, egal in welcher Heldengeneration ihr gerade seid, fokussiert euch auf den Combo-Skill. Leider Gottes ist Kraft nicht wirklich funktionsfähig, es bringt nicht viel und Schild ist total, ja, underpowered, es hat nicht den Bums, den man sich eigentlich wünschen würde, den Effekt, den man sich wünscht, und daher ganz klar der Fokus auf Combo-Skills. Wie gesagt, wenn ihr noch tiefere Analysen haben wollt, kommt auf meinen Server, wir erklären da so gut es geht alles Mögliche, gehen mit euch in tiefere Analysen. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem zweiten Teil bezogen auf die Combo-Skills weiterhelfen. Teil 3 geht dann darauf, wie ihr weitermacht in Schild und oder in Kraft.